Was geht, WWE Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Bevor ich mit diesem Video anfange, habe ich noch eine kleine Info für euch. Es gibt ab sofort auch eine Paraflow Facebook-Gruppe, in der ihr euch untereinander bei Fragen, Problemen und sonstigen WWE-Kram austauschen und helfen könnt. Link natürlich in der Beschreibung. Soviel dazu, kommen wir jetzt mal zum Video. Lange ist die letzte Episode her und hier gibt es nun endlich eine neue Episode. Was wurde eigentlich aus? Ich habe euch im Vorfeld ja schon auf den Social Media Plattformen dazu aufgefordert, ein paar WWE Wrestler, aber auch Diven mal zu nennen. Davon habe ich mir ein paar herausgepickt und in diesem Video mal vorgenommen. Soviel dazu und los geht's! Nummer 1, Scotty to Hardy. Scott Garland, so sein bürgerlicher Name, wurde am 18. Mai 2007 von der WWE zum zweiten Mal entlassen. Er hatte zwar nach der Entlassung noch einige One-Night-Returns in der WWE, letztmalig am 27. Februar 2007 bei einem NXT-Event gegen die Ascension, aber einen festen WWE-Vertrag gab es nicht. So wrestelte er sich nach seiner WWE-Zeit durch verschiedene Independent-Ligen in 11 verschiedenen Ländern, darunter auch Japan. Aktuell ist er bei keiner Liga fest unter Vertrag und ist somit Freelancer. Deshalb arbeitet er momentan als Feuerwehrmann und fängt zudem eine Ausbildung zum Rettungssanitäter an. Nummer 2, Matt Hardy. Am 15. Oktober 2010 nahm die WWE-Karriere von Matt Hardy erstmal ein Ende, da er wegen seines Backstage-Verhaltens entlassen wurde. Im Vorfeld versuchte Hardy schon alles, um genau das zu erreichen, da er mit seinem Status in der WWE mehr als unzufrieden war. Als endgültiger Auslöser dürfte wohl ein veröffentlichtes Video von Matt Hardy sein, das einen gewissen Rey Mysterio unmaskiert zeigte. Nach diesem provozierten Rauswurf bahnte er bei TNA Wrestling an, wo er Anfang 2011 bei dem TNA Pay-Per-View Genesis als Mystery Opponent von Rob Van Dam debütierte und ihn besiegte. Bei der in Nashville ansässigen Liga blieb er dann bis August 2011, da er infolge einer Suspendierung im Juni 2011 entlassen wurde. Danach ging es für knappe 2 Jahre zu Ring of Honor, bevor er im Juli 2014 zu TNA zurückkehrte. Dort ist er bis heute tätig und gewann dort auch mehrmals die TNA World Heavyweight Championship. Nummer 3, Charlie Haas. Charlie Haas wurde am 28. Februar 2010 von der WWE zum zweiten Mal entlassen, nachdem er nach seiner ersten Entlassung im Juli 2005 im April 2006 zurückkehrte. Seitdem wrestelt der dreimalige WWE Tag Team Champion als Freelancer für verschiedene Independent Ligen, hauptsächlich aber bei Ring of Honor. Nummer 4, Orlando Jordan. Jordan wurde im Mai 2006 von der WWE entlassen. Sein größter Gewinn in dieser Zeit war der Gewinn der United States Championship. Nach einer kurzen Zeit als Freelancer debütierte er im Januar 2010 bei TNA Wrestling, wurde aber bereits im Juli 2011 wieder entlassen. Wieder war er als Freelancer in den verschiedenen Independent Ligen unterwegs, bis Orlando Jordan am 31. Mai 2013 seinen kompletten Rücktritt aus dem Wrestling-Business bekannt gab. Der bisexuelle Jordan gab im Oktober desselben Jahres bekannt, dass er eine Frau in Australien heiraten wird. Nummer 5, Tori Wilson. Nachdem das zweifache Playboy-Model im Juni 2007 die Scheidung von Billy Kidman, einem ehemaligen WWE Tag Team Champion, bekannt gab, erzählte sie knapp ein Jahr später im chinesischen Fernsehen, wie es mit ihrer Karriere als aktive Wrestlerin bestellt ist. So sagte sie, dass sie extreme Rückenprobleme hätte und deshalb ihre Karriere in absehbarer Zeit beenden wird. Im Mai 2008 wurde sie dann von der WWE entlassen. Danach hatte sie noch einen One-Night-Return bei WrestleMania 25, das war es aber. Seitdem arbeitet sie als Fitnessmodel und Schauspielerin und trat 2009 bei der amerikanischen Version von Ich bin ein Star, holt mich hier raus an und wurde Zweite. Nummer 6, Chavo Guerrero. Chavo Guerrero Jr., der Neffe vom 2005 verstorbenen Eddie Guerrero, wurde im Juni 2011 auf eigenen Wunsch entlassen, da mit seinem aktuellen Standing mehr als unzufrieden war. Er war es auch, der neue Wrestler wie Sin Cara in die WWE brachte und förderte. Im Juli 2007 debütierte er ebenfalls bei TNA Wrestling, bei der er auch die TNA World Championship gewinnen durfte. Ende 2013 verließ er dann TNA Wrestling wieder. Bevor er im September 2014 einen Vertrag bei Lucha Underground unterschrieb, war er in verschiedenen Independent Ligen unterwegs. Am 10. Januar 2016 konnte er die bis dahin vakante Gift of Gods Championship gewinnen. Nummer 7, Heidenreich.
Seit der einvernehmlichen WWE-Entlassung von Heidenreich im Januar 2006 tritt er auch unter dem Road Warrior-Gimmick in den verschiedensten Independent Promotions an. So hielt er auch mehrmals Titel bei der bekannten Wrestling-Promotion World Wrestling Council aus Puerto Rico. Nummer 8, der Boogeyman. Am 4. März 2009 wurde Martin Wright, so sein bürgerlicher Name, von der WWE entlassen. Nach dieser Entlassung kehrte er zu Pro Wrestling Alliance mit seinem Boogeyman-Gimmick zurück. Bis 2013 wrestelte er auch in anderen Ligen, hatte aber 2012 wieder einen kurzen WWE-Auftritt bei den Slammy Awards. Nachdem er im Januar 2015 einen Auftritt beim Royal Rumble hatte und von Bray Wyatt eliminiert wurde, gab er am 6. November 2015 bekannt, einen Legendenvertrag mit der WWE unterschrieben zu haben. Nummer 9, Goldberg. Er und Brock Lesnar bestritten bei WrestleMania 20 ihr letztes Match für die WWE. Während Brock Lesnar 2012 zur WWE zurückkehrte, blieb Goldberg dem Wrestling erstmal fern. Er schlug sich als Schauspieler und MMA-Kämpfer durch das Leben. Am 7. Juni 2015 kehrte er zum Wrestling zurück, als er bei einem Match von Scott Steiner und Rob Van Dam Steiner und seine Begleitung Luke Gallows bei Legends of Wrestling 2015 attackierte. Im Januar 2016 spierte er wieder bei Legends of Wrestling Steiner und kehrte wiederum zurück. Nummer 10, Drew McIntyre. Im Juni 2014 wurde McIntyre Opfer einer Entlassungswelle von der WWE und wurde entlassen. Nachdem er für mehrere Independent Ligen antrat, debütierte er im November 2014 bei TNA Wrestling als Drew Galloway, was übrigens auch sein bürgerlicher Nachname ist. So gewann er bei TNA auch die TNA World Heavyweight Championship und wurde so der erste schottischstämmige TNA World Champion. Seit August 2015 trat er neben TNA Wrestling auch für Pro Wrestling Guerrilla an. Das war nun Teil 4 von Was wurde aus? Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und kommentiert fleißig neue Wrestler für eine neue Episode. Hier geht es nun für die Desktop-User zu einer letzten Episode von Was wurde aus und ebenfalls zu meinem letzten Video einer Top 10 der besten WWE-Games. Für alle anderen sind die Links in der Beschreibung. Ebenfalls in der Beschreibung findet ihr Links zu allen Social-Media-Plattformen und natürlich auch der Paraflow Facebook-Gruppe. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr das Video schaut und ciao!